Es gibt so Wochen im Leben eines Menschen oder im Leben eines YouTubers, die möchte man eigentlich gar nicht haben. Ich möchte euch heute ein kleines Video mal machen, weil ich kann ja keine richtigen Videos machen zurzeit, über diese Chaoswoche, über das, was jetzt die letzten 7, 8 Tage alles hier so passiert ist. Und ja, keine Ahnung, ob ihr es euch anschaut, keine Ahnung, ob es euch gefallen wird. Aber es ist mal ein kleiner Einblick in die andere Seite von Weiß Nichts Welt, in die Chaos-Seite. Ich habe eine große Chaos-Seite, die fängt auch schon an bei so Sachen wie hier steht immer noch ein PV-Modul, das soll noch zum Balkonkraftwerk werden. Wollte ich vielleicht auch noch ein ganz kleines Video drüber machen, muss ich mal sehen, ob ich das noch mache. Es ist Chaos. Und damit, moin, hallo Leute, hier ist wieder euer Thorsten aus Weiß Nichts Welt. Ja, womit fange ich an? Was war der Anfang des großen Chaos? Ja, war letzte Woche. Ich weiß gar nicht, ich glaube Freitag fing das schon an. Ich hatte Freitag das Video gedreht für Samstag von der Aktion Wärmepumpen für Deutschland. Könnt ihr unten in der Beschreibung nachlesen oder eben das letzte Video gucken. Da ist es ja genau erklärt, wenn also einer eine Wärmepumpe sucht, zu einem halbwegs akzeptablen Preis. Und da habe ich dann auch gesagt, wir wollen nicht über den Preis diskutieren. Und es wird natürlich über den Preis diskutiert. Wem das zu teuer ist, der schreibt einfach keine Mail. Das ist doch eine ganz einfache Sache. Aber egal. Also da fing das irgendwie an, dass, also ich hatte das Video gedreht und hochgeladen und nach dem Hochladen war mein Computer komisch. Also er ging irgendwann so in eine Störung, hatte ich ihn ausgemacht, eine Stunde später habe ich ihn wieder angemacht, da lief er wieder ganz normal. Natürlich, nachdem 50 Fenster gekommen sind, wir müssen das wieder zurückbauen und das muss wieder hergestellt werden und so. Aber er lief. Samstag oder Sonntag war es dann, wurde es dann schlimmer. Und so war das dann, dass ich am Ende nur noch kurz mal rein konnte, um ein paar E-Mails zu lesen oder neue zu verschicken. Ich hatte da schon direkt einen neuen Computer am Freitag bestellt, weil ich ja eh einen neuen Computer haben wollte. Und dann hatte ich mir schon mal irgendwann einen ausgeguckt. Und dann habe ich gesagt, gut, dann bestelle ich den jetzt, weil dann muss er halt nicht im Studio seine erste Währungsprobe haben noch, sondern noch am alten Platz. Naja, egal. Ich war also so ein bisschen arbeitsbehindert. Ich hatte dann irgendwann auch einen Community-Post gemacht, haben ja auch viele drunter geschrieben. Ich danke euch auch für eure netten Worte, dass eben zurzeit keine Videos kommen können, weil diese Störung ist. Und naja, gut. Der Computer kam dann auch und ich dachte, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Aber dann habe ich das Programm drauf gemacht. Also erstmal konnte ich ja meine ganzen E-Mails endlich bearbeiten, da war ja auch jede Menge liegen geblieben. Es blieben ja dann die liegen, wo viele Daten hinterlegt sind. Und ihr wisst ja über die Aktion Ich baue PV. Wenn ihr eine PV baut, könnt ihr mich ja auch fragen nach Angebotsberatung und dergleichen. Kriege ich halt wirklich sehr, sehr viele Dateien. Und ja, auf dem alten Rechner wollte ich nicht mehr viel speichern. Ich habe es dann auf eine externe Festplatte. Ich habe auch zwischendurch immer Datensicherung gemacht. Das war ganz schön kompliziert. Und egal. Und ich habe dann auf den neuen Computer das OBS, Open Broadcast Studio, wo ich ja die Videos mitdrehe, raufgespielt und dachte, jetzt kann ich für Mittwoch ein Video machen. Ich wollte für Mittwoch das Video über eine Reaction auf Plus-Minus machen, auf die Grenzsturmbetrachtung. Das hat dann der Martin gemacht. Martin, ich grüße dich mal. War aber reiner Zufall. Wir hatten die Mail beide von einem Zuschauer bekommen. Ich wollte es am Mittwoch machen. Er hat es am Mittwoch gemacht. Also es wäre wieder zwei gleich ähnliche Videos an einem Tag von den zwei Kanälen gewesen. Ist also auch nicht ganz so schlimm, wenn das nicht geklappt hat. Also, das gönne ich dem Martin mal. Ist auch egal. Und ja, wie es dann immer so ist, es lief alles nicht und die Software läuft auf dem Rechner nicht angeblich oder anscheinend. Dann hatte ich meinen alten Computer nochmal geöffnet. Das war wohl im früheren Leben ein Staubsauger. Der hatte sich komplett zugesetzt, innen drin mit Staub. Und der saugt die Luft von außen rein und durch den Lüfter wieder nach draußen. Also ich kenne das immer nur, dass die das Gehäuse von andersrum belüften. Aber ist auch egal, er saugt ins Gehäuse rein und so setzt sich der Staub von innen vor den Lüfter. Ich habe außen mal sauber gemacht darauf, dass der nach innen, dass er so rumsaugt, bin ich nie gekommen. Ne, ist halt so. Gut, der war zugesetzt, der war also überhitzt. Dann habe ich den gereinigt, weggebracht, dass die nochmal nachgucken. Die haben es dann auch nicht mehr hingekriegt, die Spezialisten. Also der war dann auch in dem Moment wirklich defekt. Ich konnte also, kann also keine Videos mehr drehen zurzeit oder keine Videos mehr am Computer drehen. Es ist ein neuer Computer bestellt, der jetzt angeblich alles kann, was ich möchte. Und ich hoffe, damit ist der Teil bearbeitet. Was noch passiert ist in der Woche ist, es war Sturm. Und ich weiß gar nicht, wann es genau war. War es Sonntag auf Montag oder Montag auf Dienstag?
ich glaube Sonntag auf Montag, ich bin nicht ganz sicher, war ein richtig heftiger Sturm und dann gucke ich morgens immer, wenn ich aufwache, mal eben durch die Gewächshäuser und habe mich echt gefreut, es ist nichts passiert, nichts ist kaputt, weil immer mal wieder irgendwo eine Scheibe kaputt geht. Ja, und habe mir da auch dann nichts weiter mehr gedacht, war ja alles in Ordnung und die Nacht da drauf war mäßig windig, also nicht so schlimm, also war nichts Schlimmes. Den einen Tag wusste ich, weiß ich noch, da konnte ich gar nicht, ich konnte nicht mal mehr Fernsehen gucken, weil meine Satellitenschüssel so gescheppert hat immer, also die wird dann ja vom Wind bewegt, war das Bild sogar gestört, so sehr wurde die bewegt. Es war lustig. Naja, man ist dann immer so ein bisschen hibbelig, weil man, wie gesagt, die alte Gärtnerei, man hat da dann schon Angst. Aber dann kam die nächste Nacht, wo eigentlich nicht so viel war und ich komme am nächsten Tag in mein Gewächshaus und zeige euch jetzt mal ein paar Dinge, die ich da dann gesehen habe. Also hier sieht man, nicht so schöne Dinge. Hier liegen nämlich überall Glasstücke, wie man so sehen kann. Nicht wenige. Hier ist auch noch ein bisschen, hier steht allerdings auch schon das Werkzeug und die Leiter, weil ich musste da oben, das kann man noch gerade, kann man vielleicht nicht sehen, da waren zwei Scheiben kaputt, die runtergefallen haben. Wie gesagt, hier liegt überall noch ein bisschen Glasbruch. Kann man das sehen? Ja, so ein bisschen. Ich halte mal ein bisschen drauf hier. Nicht so schön. Naja, gut. Die zwei Scheiben habe ich, vorgestern. War ein bisschen sonniger Tag. Gleich mal repariert, damit da nicht noch weiter was passiert. Und ist ja klar, wenn hier irgendwo Scheiben fehlen und der Wind kann da reinfassen, dann wird es schlimmer. Und außerdem ist das hier das Gewächshaus, wo ich mindestens frostfrei halten will, wegen ein paar Pflanzen, die hier noch drin stehen. Also musste das natürlich zügig repariert werden. Das habe ich dann auch gemacht. Und wie gesagt, es war an sich, ja gut, zwei Scheiben in so einer Gärtnerei, das passiert mal. Dann habe ich hier hinten was festgestellt. Habe ich die Glassplitter vom Fußboden schon weggefegt. Die liegen schon hier in der grünen Wanne. Kann man vielleicht ein bisschen sehen. Das war die Tür. Da sieht man es nicht ganz so gut, weil die Folie davor ist. Aber hier kann man von innen in diese Folie greifen. Das sollte nicht sein. Eigentlich ist hier noch eine Glasscheibe vor. Ja, das hat noch nicht gereicht. Dann hat die Nacht da drauf, es war noch nicht mal in der gleichen Nacht, muss hier irgendwie die Tür, ich weiß gar nicht, also sie war eigentlich nicht offen, ich habe keine Ahnung, aber es muss irgendwie, ja, ob da jemand bei war nachts und die ein bisschen aufgelöst oder irgendjemand reingeguckt hat aus Neugier und die nicht richtig zugemacht hat, also eigentlich war sie zu, meiner Meinung nach. Hier ist also auch eine Scheibe komplett kaputt. Und wenn man hier dann so guckt, das Schlimmste ist eigentlich gar nicht die Scheibe, das Schlimmste sind nachher die ganzen Glassplitter wieder zu finden. Die verteilen sich hier nämlich über die Folien. Gerade wenn man da auch noch mal wie so ein Blöder drüber wegläuft, wie ich das gerade mache. So, und das andere weiß ich gar nicht, kann ich euch so noch gar nicht zeigen. Hier sind übrigens meine Stiefmütterchen bzw. Hornveilchen. Nicht mehr so viele wie früher. Einige erinnern sich ja noch an das erste Video aus 2021, wo ich mal durch die Gärtnerei gelaufen bin. Da war es noch viel, viel mehr. Ist nicht mehr so schlimm. Ja, und hier ist das Desaster. Ich will es mal von der anderen Seite zeigen, wegen der Sonne. Hier ist das Desaster dann komplett. Weiß gar nicht, ob man das auf der dunklen Folie so sehen kann. Hier liegt also alles voll mit Glassplittern. Größere, kleinere, alles richtig schön verteilt. In den Blumen lag auch was, das habe ich schon rausgesucht. Und das ist der Grund, dafür kann man es überhaupt sehen. Ich weiß es nicht. Man sollte es sehen können. Von der Seite vielleicht. Ach, man sieht es nicht, oder? Ja, doch, man muss es sehen können. Hier oben sind also auch hier auf dem Tisch, alles schön voll mit Splittern. Also hier ist richtig, richtig was kaputt. Und das ist auch der Grund, warum man bei Sturm nicht in diesen alten Gewächshäusern sein sollte. Weil der Kram von solche Sachen können dann auch mal runterkommen und einen ordentlich treffen. Da sind auch schon mal Gärtner dran gestorben. Gut.
Und will ich hier aber ja auch keine Horrorgeschichten verbreiten und ihr müsst euch auch nicht angucken, wie ich das jetzt repariere. Aber heute ist ein sonniger Tag, es ist Samstag und es ist schön und dann werde ich mir hier jetzt mal die Leiter rüberholen und werde dieses Glas auf jeden Fall auch reparieren und hoffentlich auch noch die zwei Türen schaffen und alles wieder ein bisschen herrichten. Ich war noch gar nicht im ganz hinteren Gewächshaus, da habe ich noch nicht reingeguckt. Ich hoffe mal, dass da nicht auch noch was ist. Das mache ich am Ende, da brauchen wir im Moment nichts. Aber das muss ja alles schnell wieder heilen, damit da nicht noch neuere Schäden kommen. Und ja, ob ich euch noch zeige, wie es heil ist, weiß ich nicht. Aber ja, ich glaube, das sieht man hier nachher gar nicht. Aber gucken wir mal. In diesem Sinne, mal ein ganz anderes Video. Ciao, ciao.